Guten Morgen! Es ist einfach ein wunderschöner Tag. Ich war gerade frühstücken. Es gab da eigentlich alles. Normalen Brötchen, Croissants, Schokocroissants, ganz viel Obst, sein eigenes Omelette, Käse, Mortadella, Müsli. Hab mir den Teller dann vollgemacht, kam dann direkt erstmal eine Bedienung, hat den Stuhl nach hinten geschoben. Ich hab mich dann dorthin gestellt, sie hat den Stuhl rangeschoben, also geil. Wurde dann direkt gefragt, ob ich einen Kaffee haben möchte. Dann kommt der Nächste, hat mich gefragt, ob ich irgendeinen Saft haben möchte. Jetzt geht's weiter. Wir machen gleich eine Dubai-Tour mit Burj Khalifa, Dubai Mall, die Palminsel, also privat. Wir haben nämlich eine Bekannte von dem Marcel, danke Marcel an dieser Stelle, die wohnt hier und die macht halt private Touren mit den Leuten. Jetzt fahren wir halt zu dritt, beziehungsweise mit noch einem Fahrer halt durch Dubai, schauen uns die Sehenswürdigkeiten an und oh mein Gott, freue ich mich auf Burj Khalifa, wenn man ganz oben steht. Das wird richtig, richtig cool. Also, bis gleich! Wir sind jetzt hier am Palast vom Scheich und im Hintergrund kann man den sehen, wir werden noch näher dran gehen. Die Laternen, falls euch das aufgefallen ist, die sind von Berlin nachgemacht worden. Der Scheich hat die so schön gefunden, dass er sich gedacht hat, ja, warum hole ich die nicht selber hier und baue sie einfach hin. Deswegen, wunderschön einfach. Trinken auch, so Magen ist gut, so Nieren ist gut auch. Das zum Trinken lecker, ne? Ist so gut. Oh, das ist so lecker. Diese ganzen Früchte, die hierher kommen, es kommt alles aus Pakistan, aus dem Iran. Du hast hier nur frisch gepresste Säfte, ich kaufe schon gar nichts mehr im Supermarkt. Also Leute, wir sind hier in der Altstadt von Dubai und man bekommt eigentlich überall dieses Wasser, es ist immer in diesen kleinen Döschen verpackt, schön frisch kühl als Erkühlung. Und das Schöne bei diesem Markt oder allgemein ist, dass sie nicht aufdringlich sind. Sie sagen natürlich, ja, komm rein, ich habe das und das, möchte ich dir zeigen. Aber wenn du nein sagst oder gar nichts, die hören damit auf, die begrapschen dich nicht, die ziehen nicht nirgendwo rein, das ist einfach top. Der größte Ring der Welt, der liegt hier im Schaufenster, pures Gold. Da haben wir die Daten drauf. 52 Kilo Gold. Stein ist Swarovski. Nice camera, huh? He's a reporter. Huh? And he is... No, I make a joke. You make a joke, huh? I'm just a little YouTuber from Germany. YouTuber.
Where's your video in YouTube? You have your video in YouTube? I have. It's there? You have uploaded any video? Yes, of course. What is the name? S. S. B. B. E. 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 3000. 3000? Yes. This is just a try for my... Yes, of course, that's me. Give her Hello. Time. Some diamond rings. Next year I get married, I'm looking for the ring. Okay. And some diamond rings I show, yeah? Yes, thank the you. The one nice one I have. Then we have here 3-carat diamond. This is the biggest we have right now available in the shop. This cost 14,000 euro. Euro? Yes. This is too expensive. This too expensive? Mm-hmm. You paid 12,500, okay? I'm poor tour guide, you know. This one, see, we have 1 carat also, 1 carat. This one, if you take out the little smaller, we have here. This is quite popular. 1 carat. Classic 1 carat. 2,600 euro only. Only? Only. Oh, it's too expensive for me. I think, okay. This one. 1,500 euro. And I have a little small, like this one. 0.55 carat diamond. Oh, this is too small. It's too easy. Only 1,900 euro. Okay. Really? Okay. Yeah? Yes. You make a deal. Thank you 1,700 so euros. Thank you. I give you Thank that you. And now I'm so happy. And with this world's fastest lift, it takes 1 minute to 17 seconds. Okay, when you're done, you can also see one more floor. It's just 4 meters below. This you need to go by stairs. Okay? Mm-hmm. The exit will be from there. Sometimes people fall out. Okay, we will sing a song. Okay, we will sing a song. Here's my jewel.